Es regnet hier im Etihad Stadium, Schmuddelwetter also, aber die Stimmung ist trotzdem bestens und damit herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Kommentiert wird das Ganze heute von Wolf Fuß und Frank Buschmann, das gewohnte Team also, und ich bin sicher, das wird heute auch absolut hochklassig. Manchester City gegen Paris Saint-Germain. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Raheem Sterling steht mit Riyad Mahrez auf den Flügelpositionen. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. João Cancelo. De Bruyne jetzt am Ball. De Bruyne, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt kann die Hereingabe kommen. De Bruyne kommt nicht ganz an den Ball. Der Ball zu ungenau von Kevin De Bruyne. Neymar. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Marco Verratti. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Neymar mit der Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Und nun Verratti. Kimpembe mit dem Ball. Buschi, deine Prognose, was kann Kylian Mbappé heute alles abrufen? Mit aktuell 20 Treffern ist er momentan der Beste der Liga in der Kategorie Torjäger. Mbappé! Chance zur Führung. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Riesenchance, da konnten sie in Führung gehen, aber nee. Der Keeper sagt, nee, mit mir nicht. Moise Kean! Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase, fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Pep Guardiola muss sich jetzt was überlegen. Sie haben die Partie tatsächlich so ein wenig aus der Hand gegeben. Und wir sehen an seiner Miene, der ist stinksauer. Jetzt also Vorteil PSG, sie liegen hier vorne. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Mahrez. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ball kommt. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Da, der Konter. Ja, aus so einer... Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Jetzt sieht er die gelbe Karte. Buschi? Vertretbare Entscheidung für mich. Das muss er anders lösen. Verratti ist Zuspiel abgefangen. Mbappé.
Und jetzt die Chance. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Mahrez. City verliert den Ball. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Paredes. PSG in der Offensive. Mbappé. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Wenn der drin ist, dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch rächt. Gabriel Jesus. Ballverlust. Und Neymar. Moise Kean. Jetzt der Angriff von PSG. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Hier das Führungstor noch einmal in der Verlangsamung. Mit Gefühl macht er das hier ein tolles Tor. Die Ecke kommt rein. Da können Sie klären. Leandro Paredes. Das war eng, aber er hat ihn. Jetzt gibt's Abstoß. So, nochmal das Ganze in der Wiederholung. Wir sehen's, da stimmt das Timing nicht. Das ist zu hart, zu energisch und klar, das ist gelb. Da gibt's überhaupt nichts zu diskutieren. Gabriel Jesus. Er gibt das Foul. Das gibt Freistoß für die Citizens. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. So richtig drin ist Man City hier immer noch nicht. Und jetzt haben sie den Ball. Marquinhos. Kimpembe mit dem Ball. Mbappé. Diallo. Di Maria. Di Maria, den muss er machen. Ederson hält, Ball noch im Spiel. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Alexander Zinchenko. Er holt sich den Ball. Auf dem Flügel PSG. Neymar. Verratti. Jetzt Neymar. Oh, viel Platz jetzt. So, PSG mit dem Tor. Damit führt man hier nun mit 2 Toren. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Mahrez. Viel Vorwärtsdrang jetzt.
Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Gabriel Jesus. Da steht die Abwehr sicher. Kimpembe. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Und Ferrati. Mbappé. Der Ballverlust durch Mbappé. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Er ist heute einer der auffälligsten. Er treibt sie immer wieder aus dem Mittelfeld an. Das ist ein klasse Auftritt. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Moise Kean. Moise Kean! Sie machen das Tor schon. Paris Saint-Germain liegt hier vorne. Und klar, die Führung wollen sie auch im zweiten Durchgang verteidigen. Diallo. Das ist Kimpembe. Ferrati. Paredes. Super dieses Zuspiel. Die Chance für Neymar. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Gabriel Jesus. Vielleicht die Konterchance. Gabriel Jesus. Flanke kommt für De Bruyne. Freistoß jetzt für Manchester City. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Nicht ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Ball kommt rein. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Abwehr muss aufpassen. Was macht er draus? Da haben sie gut aufgepasst. Sterling am Ball. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Florenzi. Paredes. PSG in der Offensive. Kurzawa. Wird eingegeben. Da kommt die Ecke. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Und nun Ferrati. Presnel, Kimpembe. Nun Marquinhos. Das ist Kimpembe. Jetzt Neymar. Jetzt ist er durch. Weiter gefährlich. Oh, der geht fast noch rein. Und das aus diesem Winkel. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend. Offensiv eine klasse Leistung. Und da ist der Ball wieder bei PSG.
Ferrati. Jetzt vielleicht. Noch ist die Chance da. City verliert den Ball. Ballverlust PSG. Pass abgefangen von Gündoğan. Di Maria. Moyes Keane. Ball wieder bei Di Maria. Gute Chance für eine Flanke. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Guter Vorstoß jetzt. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Nun De Bruyne. Muss Einwurf geben. Ball ist weg. Einwurf landet beim Gegner. Neymar jetzt. Unaufhaltsam. Da muss er aufpassen. De Bruyne verliert den Ball. Er geht vorbei am Verteidiger. Nun De Bruyne. Und er pfeift abseits. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Paredes. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Neymar mit dem Ballverlust. Ballverlust. Kylian Mbappé Lothar. Jetzt kann da was entstehen. Moise Kean. Angel Di Maria. Gute Chance. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Ballverlust Manchester City. Und Neymar treibt den Ball nach vorne. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Alexander Zinchenko. City verliert den Ball. Schönes Zuspiel hier. Das ist der Treffer. Das ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker. Na, viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr. Und so können sie den Fans noch ein paar Highlights liefern. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Es sieht alles andere als gut aus, kurz vor Spielende. Wie fällt deine Analyse aus, Buschi? City geht hier voraussichtlich unter, das muss man so hart sagen. Die haben über weite Strecken gar nicht stattgefunden. Wo war die typische City-Spielweise, die Dominanz? Da war ein ganz bitterer Auftritt. Und nun Sterling. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Gündoğan. Na, was mit der Parade? Ball noch im Spiel. Nun Neymar. So, Schlusspfiff in dieser Begegnung. Der Sieg geht heute an die Gäste.
Das war wirklich ein überzeugendes Spiel. Und das Ergebnis spiegelt so auch den Spielverlauf wider. Sie waren die klar bessere Mannschaft. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Moise Kean. Moise Kean! Sie machen das Tor schon in dieser Anfangszeit.